Also guten Morgen, wir begrüßen Sie und freuen uns über Ihr Interesse. Wir möchten mit diesem Projektspot unser Fortbildungsangebot Beziehungsgestaltung im Distanzlernen vorstellen. Wir, das sind Nicola Peutzmann und ich, Angela Kossler-Barialei. Wir arbeiten als Fortbildnerinnen im Projekt Gewaltprävention und Demokratielernen des Hessischen Kultusministeriums. Das ist eine quasi Fachstelle in diesem Themenfeld mit Hauptsitz in Frankfurt. Die versucht, Lehrkräfte, Schulen, alle, die in und um Schule arbeiten, zu unterstützen bei der Gestaltung von Schule als Erlebniswelt für Demokratie, bei der konstruktiven Konfliktbearbeitung, Formate der Teilhabekultur und Partizipationsformen wie zum Beispiel Klassenrat gut zu verankern in der Schulkultur. Und wir beide sind tätig als Fortbildnerinnen, als Fortbildungskonzeptentwicklerinnen und Schulberaterinnen. Und hier in der nächsten halben Stunde möchten wir Ihnen ein Workshop-Format, mit dem wir arbeiten, seit Beginn der Pandemie vorstellen. Und uns ist schon klar, dass wir natürlich nur einen Einblick geben können. Wir möchten kurz was zum Format sagen und dann die Inhalte und die Praxisrelevanz erläutern. Ja, also Sie haben hoffentlich alle die Präsentation im Blick und wissen, wie Sie sich das so einstellen können, dass es für Ihre Sichtung passend ist. Sonst schreiben Sie in den Chat, wenn Sie etwas brauchen von uns, wenn Fragen sind. Wir werden so vorgehen, dass wir erstmal eine Präsentation anbieten und Ihnen am Schluss so in den letzten 10 Minuten etwa Raum für Ihre Fragen geben können. Die Fragen können Sie dann in den Chat schreiben und wir werden sie vorlesen und entsprechend damit arbeiten. Und wir weisen nochmal darauf hin, dass wie insgesamt die Veranstaltung des Deutschen Präventionstages auch unser Vortrag aufgezeichnet wird, was aber für Sie, die Sie ja jetzt nicht mit Kamera und Mikro dabei sind, nicht relevant ist und der Chat wird nicht aufgezeichnet. Sollten wir am Ende noch zu einer Diskussion kommen können, kann ich dazu sagen, dass die auch nicht in die Dokumentation mit aufgenommen wird. Okay, zu unserem Format kurz die Textur. Also unsere Workshops finden statt zu diesem Thema in der Regel 3-stündigen Online-Formaten für Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte, Sozialarbeiterinnen, Referendarinnen, Schulleitung und weitere, die in und um Schule tätig sind. Um interaktiv arbeiten zu können, begrenzen wir die Teilnehmendenzahl auf maximal 30. Und diese Workshops können sowohl offene Workshops, in denen sich einzelne Personen, Interessierte einwählen können, stattfinden, als auch von Schulen oder anderen Einrichtungen als Inhouse-Angebot gebucht werden. Und zu unserem Konzept vielleicht noch, wir arbeiten mit einem fachtheoretischen Minimalinput und ansonsten stark selbstreflexiv, ressourcen- und erfahrungsorientiert in unseren Methoden. Und wir versuchen, interaktive und praktische Übungen anzubieten, die dann geeignet sind für den Transfer in die eigene Arbeit mit Schülerinnen. Und es versteht sich, dass gerade im Kontext der Pandemie mit den ständig wechselnden Unterrichtsszenarien und Regelungen wir einen aktuellen Bezug ständig neu herstellen. Unsere Agenda für die Präsentation folgt diesen Punkten.
zunächst, wo Sie dann eben die Fragen stellen können. Sie sehen das, ich lese es gerade noch mal vor, auch erstmal in eine gemeinsame soziale Synergie hineingehen beim Betreten des digitalen Raumes, Beziehungsherausforderungen in Pandemiezeiten. Wir werden die Erfahrungen und Perspektiven von Jugendlichen während der Corona-Maßnahmen aus der JUKO-Studie zitieren, in dieser Form Schülerinnen und Schüler zu Wort kommen lassen, nochmal den Fokus richten auf Schülerinnen in besonderen, in schwierigen Lebenszusammenhängen, Lehrkräfte-Schülerinnen-Beziehung und Beziehung in der Gruppe stärken. Ja. Genau, dann mache ich weiter an dieser Stelle und anhand der Agenda, die Sie gerade gesehen haben, sehen Sie einfach so ein bisschen die Bereiche, die Inhalte des Workshops sind, und wir möchten aus jedem Bereich einfach so ein paar kleine Ideen vorstellen oder Vorgehensweisen vorstellen, dass Sie sich einfach nochmal ein Bild davon machen können. Und das Erste, was Sie vielleicht selber auch oft in dem digitalen Raum merken, wenn wir jetzt besonders sprechen könnten und uns vielleicht auch sehen könnten, diese Scheu, überhaupt in Kontakt zu kommen, das oder auch eine gute Bindung aufzubauen, sich gegenseitig, also schnell auch vertraut zu werden, Dinge ansprechen zu können, das ist im digitalen Raum oft nicht einfach, und wir arbeiten in diesem ersten Bereich, also auf im ersten Punkt des Workshops auch einfach ganz erfahrungsorientiert damit, dass wir schauen, das selber zu erleben, was bedeutet das und wie kann auch langsam so eine Atmosphäre des Vertrauens auch aufgebaut werden. Und das erste ist so ein Spiel, was hier mit diesem kleinen Mosaik auch gezeigt wird, also es wird oft so das bewegte Mosaik auch von uns genannt. Hier bei eingeschalteter Kamera haben alle ihren kleinen Zettel vor der Kamera. Wir stellen Fragen, die am Anfang wirklich ganz risikoarm sind, also ganz, also wo man nicht viel von sich preisgibt, so etwas wie, ich würde jetzt Sie als Erwachsene fragen, wer hat gerade eine Tasse Kaffee auf dem Tisch? Und dann würden vielleicht alle diejenigen auch den Zettel lüften, und wir würden relativ schnell sehen, dass es Fragen gibt, wo alle ihr Zettelchen öffnen und sich die ganze Gruppe zeigt. Es gibt Fragen, wo es nur ein Teil ist, vielleicht auch Fragen, wo nur eine Person die Frage mit Ja beantworten kann, und vor allen Dingen immer wieder ganz, ganz viele Schnittmengen von verschiedenen Personen, die sichtbar werden, und dadurch, wie in jeder Gruppe, ob jetzt mit Erwachsenen oder mit SchülerInnen, sehen wir, dass es einfach Gemeinsamkeiten und Unterschiede in dieser Gruppe gibt, und es ist eine Übung, wo man wenig von sich preisgeben kann und trotzdem schon Interaktivität durch dieses Zettel rauf und runter entsteht und auch ein bisschen mehr voneinander erfahren und auch zu sehen, es gibt diese Verbindungen untereinander. Und vielleicht merkt man sich schon das ein oder andere. Ich habe vor kurzem gehört, dass jemand ein Kaninchen hat. Da hätte ich gerne auch nochmal nachgefragt, weil ich eventuell auch überlege, mir eins zu kaufen für meine Tochter. Das sind so Sachen, die auch mit unter SchülerInnen natürlich dann Möglichkeiten bieten, sich kennenzulernen und oder auch einfach mehr voneinander zu wissen, also auch bei Gruppen, die sich schon kennen. Denn hinterher, nachdem vielleicht die Anfangsfragen von der Lehrkraft gestellt werden, oder in dem Fall von uns als FortbildnerInnen, wird es an die Gruppe weitergegeben. Also sprich, wer hat noch Fragen an die Gruppe? Und schon an der Stelle, und das lässt sich ja gut diktieren, kann man sehen, in welcher Gruppendynamik wir jetzt gerade sind. Ist schon ein gutes Vertrauensverhältnis da, oder traut sich niemand was zu sagen? Und da sind sozusagen auch die nächsten Übungen, sind so langsam aufbauend, einfach eine Atmosphäre zu schaffen, des Wohlfühlens, miteinander in Kontakt kommen. Und das wäre zum Beispiel die Übung mit den kleinen Schafen, nur als eine Idee einer Stimmungsabfrage. Wenn man jetzt hier zum Beispiel fragt, mit welcher Stimmung sind Sie gerade hier, und Sie könnten, wer Lust hat, kann das auch gerade mal machen. Ich werde mal ganz kurz hier die, Sie können sozusagen, wenn Sie wollen, mit Ihrem Cursor auf, also Sie könnten oben bei der Hand könnten Sie sich sozusagen ein Werkzeug raussuchen und könnten darauf schreiben, wenn Sie möchten, und gucken, also zum Beispiel jetzt hier auf den Stift gehen und könnten sich da markieren an der Stelle, wenn Sie sagen, da ist das Schaf, mit dieser Stimmung bin ich gerade hier. Klappt das bei Ihnen? Wenn nicht, müssen wir auch, vielleicht ist es nicht freigeschaltet, da bin ich nicht ganz sicher. Ah,
genau, doch ist, also einfach an der Stelle zum Beispiel zu zeigen, wo sind Sie gerade, mit welcher Stimmung sind Sie gerade hier. Und dann wäre auch noch eine Möglichkeit zu fragen, wer möchte zum Beispiel erklären, warum er oder sie sich dieses Schaf gewählt hat. Und da kommen mitunter ganz interessante Sachen. All das, was Personen in dem Moment auch sagen möchten. Zum Beispiel, hier hat auch jemand markiert, das Schaf mit dem Eimer auf dem Kopf. Vielleicht ist jemand ziemlich müde, ziemlich gestresst. Das sind einfach so Möglichkeiten, an der Stelle mehr voneinander zu erfahren. Und auch SchülerInnen, genau wie in der anderen Übung, können auch Dinge vielleicht an der Stelle sagen, die sie preisgeben möchten. Vielleicht sowas, oh, ich finde es total nervig gerade und deswegen bin ich so frustriert. Vielleicht auch wie dieses Schaf mit dem Eimer auf dem Kopf und kann an nichts anderes mehr denken, weil die ganzen Schwimmvereine geschlossen haben. Ja? Oder ich habe gestern Nacht bis 3 Uhr noch ein Computerspiel gezockt und bin total müde. Also das sind Dinge, wo SchülerInnen etwas über sich preisgeben können, wo ich als Lehrkraft was von den SchülerInnen erfahre, genauso die SchülerInnen aber auch untereinander, die so eine Art Empathie auch auslösen können. Ja, wenn ich weiß, jemand geht es gerade nicht gut, jemand ist gestresst, dann kann ich vielleicht auch Verhalten besser deuten. Genau, also sozusagen als nächste Übung, um gemeinsam den digitalen Raum auch zu füllen und in Kontakt zu kommen. Und als dritte möchten wir noch so eine Art Speed-Dating vorstellen, also die Chance auch im digitalen Raum zu nutzen, Zufallsgruppen ganz schnell zu eröffnen. Und wir machen das oft 3x3 Minuten, also ganz kurz ein kleines Speed-Dating mit ressourcenorientierten Fragen, wo 3 Personen in einer kleinen Gruppenarbeit zusammenarbeiten, zum Beispiel zu einer Frage, wie war die letzte Woche? Beruflich oder privat würden wir das bei Lehrkräften fragen oder sowas wie, was ist denn jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, die jetzt doch sehr lange dauert, aber trotzdem der Vorteil im Nachteil, was habe ich vielleicht auch, worüber habe ich, letzte, wo habe ich in der letzten Woche gelacht, was macht mich glücklich? Solche Dinge kann man fragen und da schnell in den Raum reinzugehen, sich kurz darüber auszutauschen. Und wir kriegen von Lehrkräften die Rückmeldung, die wir dann auch dann auf die SchülerInnen noch dann auch transferieren, nämlich dass genau diese Runden, diese kleinen Austauschräume, auch wenn sie natürlich jetzt in dieser Fortbildung, in diesem Fortbildungsformat recht kurz sind, aber was es bedeutet, wieder über etwas sprechen zu können, sich zu sehen, auch mal ohne Maske wahrnehmen zu können, wieder lachen zu können. Diese Tür- und Angelgespräche, die für die Schüler auf dem Schulhof gerade vielleicht nicht so da sind, für die Lehrkräfte im Lehrerinnenzimmer nicht da sind, also da wieder auf die Art und Weise in Kontakt zu kommen. Und gleichzeitig werden dann auch Dinge entwickelt, eigene Fragen, die man stellen kann, auch Schwierigkeiten. Was bedeutet das, wenn die SchülerInnen die Kamera nicht anhaben? Also das sind so Dinge, also wir gehen sehr prozesshaft vor in diesen Workshops, um zu gucken, was bewegt die Lehrkräfte in dem Moment gerade. Genau, und da zeigt sich auch ganz gut eben, also kommen immer wieder unterschiedliche Dinge, die jetzt je nach Situation auch gerade genannt werden. Wir geben Infos, wo es passt an den Stellen, was macht denn eigentlich verlässliche soziale Beziehungen aus? Es geht auch darum aufzuzeigen, dass, wie auch Professor Zierer sagt, dass Beziehung wichtig ist für die Bildung, dass auch jetzt in der Zeit, wenn es jetzt auch wieder in die Schulen zurückgeht, dass natürlich das Dilemma besteht, dass Unterricht nicht, viel Unterricht ausgefallen ist, aber dass wir aufpassen müssen, dass genauso die sozialen Bindungen auch gefördert und geschützt werden, damit überhaupt das Lernen auch möglich ist in einer Atmosphäre, in der sich Menschen wohlfühlen. Und Technik ist in dem Moment hilfreich, also viele Dinge, die wir vorstellen, also kleine Dinge, geben natürlich Möglichkeiten, auch gut in Kontakt zu kommen und gleichzeitig ist aber das nur ein Mittel und nicht sozusagen das, was die Bindung automatisch ausmacht. In dieser Zeit sagen wir auch, dass die soziale Nähe wichtig ist. Wir brauchen physische Distanz, aber dass die soziale Nähe, das ist etwas, was als roter Faden durch die ganze Veranstaltung geht. Und die Lehrkräfte nennen dann eben auch nochmal die besonderen Herausforderungen, auf die wir dann eingehen. Und die besonderen Herausforderungen werden zum Beispiel abgefragt in einer Wortwolke. Also häufig stellen wir die Frage, was sind Ihre Gefühle zum Distanzlernen?
Und da sehen Sie, da kommt zum Beispiel so etwas heraus. Also diese Wordworken machen wir seit Mai letzten Jahres. Und von Mai bis Dezember waren es sehr, sehr viele sehr herausfordernde Sachen, die genannt wurden. Also hier sehen Sie auch herausfordernd, Unsicherheit, unsicher, ungewohnt, schwierig, distanziert. Wir fragen dann auch, was gibt's da, also oder was gehen die da für Gedanken durch den Kopf? Und da kommt oft sowas wie, oh, ich bin nicht alleine oder ich habe echt, also es geht anderen ja genauso oder es ist wirklich auch gar nicht so leicht in dieser Zeit. Die Wortwolke wird dann auch oft so ein bisschen in den Kontext gesetzt. Also seit Dezember ist zum Beispiel immer wieder in den Wortwolken, die wir so machen, auch sowas drin wie, und das sehen Sie hier auch, Neugierde. Ja, oft ist auch sowas wie interessant oder spannend. Also sind auch also positive oder angenehme Rückmeldungen auch mit drin. Und diese Vielfalt aber auch, wie kann diese Situation eingeschätzt werden? Das ist auch wichtig zu benennen und dann aber auch zu überlegen, also für sich klar zu haben, wie geht es mir gerade? Und dann auch vielleicht noch diese Frage auch zu reflektieren, was bedeutet es, wenn ich ganz viele unangenehme Gefühle habe, also stark herausgefordert bin, unsicher bin, vielleicht auch mit dem virtuellen Unterricht. Inwiefern hat das was mit Beziehungsangeboten zu tun? Und eventuell, also je nach Situation, kommt dann vielleicht auch so die Idee, dass wir alle momentan auch vielleicht ein bisschen dünnhäutiger sind, die an vielen Stellen auch herausgefordert sind. Genau, dann geben wir den SchülerInnen das Wort durch Frau Kossler-Barialei. Ja, im Kontext der Pandemie wurde eigentlich entstand keine neue Situation für SchülerInnen, sondern die Bildungsungerechtigkeit und die ungleichen Zugänge zu Ressourcen, zur Mitbestimmung und zur Selbstgestaltung ihres eigenen Lebens wurden wie unter einem Brennglas nochmal verstärkt sichtbar. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal auf die Prinzipien der Kinder- und Jugendrechte hinweisen, wo ja neben den Schutzrechten auch die partizipativen Rechte verbrieft sind, sodass wir sagen können, also egal in welchen Räumen, auch im Digitalen, wir pädagogisch tätig sind in Schule, es geht nicht um ein pädagogisches Extra, sondern es geht um eine Professionalität, der wir verpflichtet sind. Und Teilhabekultur im digitalen Raum zu gestalten. Nicola Peutzmann hat eben schon einige Ansätze, wie es gehen kann, dass alle gesehen werden, mitgestalten können, Selbstwirksamkeit erfahren, miteinander in Kontakt kommen, ist ein neuer Erfahrungsraum. Und wir haben jetzt schon betont, dass Kinder und Jugendliche zunächst im öffentlichen Diskurs weniger gehört wurden und möchten an dieser Stelle gerne Kinder und Jugendliche über Zitate, authentische Zitate, Sie werden es gleich sehen, auch die Orthographie ist authentisch, zu Wort kommen lassen. Und diese Zitate haben wir entnommen der bundesweiten Studie der Uni Hildesheim und der Uni Frankfurt, die erstmals in einem größeren Rahmen Kinder und Jugendliche ab 15 Jahren, 15 bis 30 Jahren befragt haben zu ihren Erfahrungen und Perspektiven im Kontext der Pandemie. Und die sogenannte JUKO 1, Erfahrungen und Perspektiven von jungen Menschen während der Corona-Pandemie, wurde im Mai des letzten Jahres veröffentlicht. Dazu wurden über 5000 Jugendliche befragt. Und die JUKO 2 war nochmal eine Befragung von über 7000 Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 15 und 30 Jahren. Und die zweite Studie hat halt nochmal besonders belegt, verdeutlicht, wie sehr sich der Lebensalltag auch dieser Altersgruppe im Kontext der Pandemie verändert hat. Und dazu möchten wir einige O-Töne vorlesen. SchülerInnen-Zitate. Es wird häufig in der Politik darüber diskutiert, was mit den Schulen, den Schülern und dem Unterrichtsstoff passieren soll. Aber wir, also die Schüler, werden nie gefragt, also es wird nicht gefragt, ob bzw. was für Lösungsideen wir haben.
oder was für das Beste oder was wir für das Beste halten und was wir uns wünschen. Von jetzt auf gleich nicht mehr raus zu dürfen und seine Freunde nicht mehr sehen können, ist eine Zumutung. Man vereinsamt regelrecht, obwohl die Familie da ist. Nächstes Zitat. Ich habe das Gefühl, dass meine Ängste nicht verstanden werden. Mir fehlt ein Plan, was für mich und meine Wünsche weitergeht. Wie es für mich und meine Wünsche weitergeht. Und ich ergänze das Zitat noch des Schülers. Ich bin Schwimmer und möchte das wieder tun. Aber alle reden nur vom bezahlten Sport, nicht wie es uns geht, die wir aus Idealen das tun, aber auch von großartigen Wettkämpfen träumen. Wer schreibt darüber, dass alle Titelkämpfe für Schwimmen ausfallen, dass wir nicht trainieren können ohne Wasser? Was viele Jugendliche abfuckt, ist, dass man überhaupt nicht gehört wird. Die Tagesschau spricht über Schüler, jedoch werden nur die Meinungen von Erwachsenen gezeigt, aber nicht von denjenigen, die es überhaupt betrifft, also die Schüler. Und die Joko 2 fasst nochmal zusammen, dass das Wegfallen von sozialen Räumen mit den Peers den Jugendalltag grundlegend verändert. Er nimmt den Jugendlichen auch alltägliche Bewältigungsmöglichkeiten, die für den psychosozialen Ausgleich in dieser Lebensphase zentral sind. Ich denke, Ihnen werden viele Beispiele einfallen, dass Kinder und Jugendliche nicht als gesamte Persönlichkeiten gesehen werden, sondern überwiegend als Schüler und Schülerinnen adressiert werden. Dass die Schule als Lernfabrik, sage ich mal, überspitzt im Vordergrund steht, dass es darum geht, auch darum gehen muss, dass eine Betreuungssicherheit gerade für jüngere Kinder den Eltern gegenüber gewährleistet ist, was ja auch nicht passiert ist und ein großes Problem darstellt. Es geht sich, dass Kinder und Jugendliche mehr und mehr sich dagegen wenden in der Öffentlichkeit oder umgekehrt sich auch komplett zurückziehen, weil sie merken, dass sie nicht adressiert werden oder nicht in ihrer Ganzheitlichkeit adressiert werden. Schüler in der Joko-Studie betonen auch, dass es sehr um wirtschaftliche Interessen geht, dass sie weder gesehen noch gehört noch mitgedacht werden. Und auch in der Schule sich die Teilhabekultur reduziert. Ich möchte an dieser Stelle aber einwerfen, dass sehr viele Lehrkräfte aus eigener Initiative sich sehr bemüht haben, das, was Nicola Poltzmann eben schon dargestellt hat, hinzukriegen. Also gemeinsame Denkräume, Erlebensräume im Digitalen auch zu gestalten und dabei so zumindest in dem Bundesland, in dem wir arbeiten, auch sehr auf sich selbst gestellt waren und auf wenig Vorbereitetes zurückgreifen können. Ich möchte letztlich nochmal den Blick nehmen auf Kinder und Jugendliche, die vielleicht gerade im Kontext der Pandemie eine besondere Resilienzstärkung brauchen, um eben durch diese Krisenzeit und das Leben überhaupt zu kommen. Wir haben da mit ein paar Bildern versucht darzustellen, wer das sein könnte, also Kinder, Jugendliche, die beengte, prekäre Wohnsituationen haben, ohne ungestörte Lernräume und auch Spielräume. Man denke auch an die geflüchteten Wohnheime. Ein weiterer Aspekt sind internetstrukturschwache Regionen, sodass der Zugang zum digitalen Klassenraum schon allein aus diesem Grunde erschwert oder gar verhindert wird. Man denke an die jungen Menschen, die besondere Unterstützung in ihrem Lernraum, also einen inklusiven Lernraum brauchen, was sich im Digitalen nicht so schnell umsetzen lässt. Oder wenn Erkrankungen, Suchterkrankungen, psychische Erkrankungen der Eltern
oder auch anderer Familienmitglieder unausweichlich sind. Oder aber wenn die Schule der einzige sichere Ort ist und auch die Stützangebote bei häuslicher Gewalt zudem eingeschränkt sind, pandemiebedingt. Das Stichwort häusliche Gewalt möchte ich noch einmal kurz aufgreifen, gar nicht zu sehr jetzt reingehen, aber wenn Sie sich die Folie angucken, das ist eine Studie der Uni München, sieht man, dass eben auch die Corona-Maßnahmen, das ist ja auch gerade aktuell ganz stark in der im Gespräch, auch als Katalysator von Gewalt gewirkt. Also wir sehen, dass bestimmte Faktoren einfach zu einer höheren, also hier geht es um körperliche Gewalt bei Kindern und Jugendlichen führen. Das ist unter anderem eine Familie, unter 10 Jahren leben oder in Familien, wo es einfach Sorgen und Ängste gibt aufgrund von Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, Quarantäne. Und ganz unten, der wirklich der Balken, der das ganz deutlich zeigt, Elternteile psychische Erkrankungen wie zum Beispiel Depressionen mitbringen. Das sind Zahlen aus dem ersten Lockdown. Also wir können davon ausgehen, ja, dass es sich bestimmt nicht gebessert hat, jetzt auch im zweiten Lockdown. Die Phase ist natürlich einfach, da sind viele Dinge, die einfach sehr stark an den Nerven reiben in Familien, die auch dadurch ja auch so ein bisschen dies auch wieder machen. Genau. Dann wir arbeiten mit den Lehrern dann einfach auch Ideen heraus, was kann man denn machen? Und ich möchte jetzt im Anbetracht der Zeit Ihnen wirklich nur so ein paar Dinge auch vorstellen und gleichzeitig aber auch verweisen, das nicht für jetzt, aber für später, auf ein kleines Padlet, was wir Ihnen gerne mitgeben möchten, was zum Beispiel aus Fortbildungen dann auch mitgenommen werden kann, wo genau diese Good Practice-Ideen auch dann draufstehen, also wo viele Lehrkräfte verschiedene Dinge gesammelt haben, plus eben auch noch Hintergrundinformationen. Wir sagen extra Good Practice und nicht Best Practice, weil an jeder Schule es einfach Menschen, unterschiedliche Menschen gibt, mit denen ich arbeite, ein unterschiedliches Kollegium und das einfach angepasst wird auf die Situation, die sich vor Ort ergibt. Und es geht einfach in vielen Momenten darum, wenn wir nochmal auf die vorletzte Folie gucken, den Blick auf das Individuum zu werfen. Wer hat denn vielleicht besondere Lebensumstände, wo es sich nochmal hinzugucken, also vielleicht nochmal direkt auch hingehen und dann den Kontakt nochmal direkt aufnehmen. Wie geht es dir gerade? Wie läuft das Zuhause-Lernen für dich? Was hat sich vielleicht auch verändert jetzt in den letzten Wochen? Wie bist du damit umgegangen? Was hast du geschafft, was du gar nicht für möglich gehalten hättest? Also nicht nur, also was natürlich super ist, zu sagen, es gibt die und die Gesprächszeiten, wo jemand kommen kann zu mir, aber vielleicht auch direkt zu fragen, also auch den Kontakt zu suchen, ein Gesprächsangebot zu stellen, ohne zu bohren. Also wenn nichts beantwortet werden möchte, ist das natürlich absolut in Ordnung, aber eben auch die Hürde runterzusetzen, indem die Person nicht unbedingt von alleine kommen muss, sondern auch indem ich auch sage, ich bin für dich da, mich interessiert, wie es dir zu Hause geht, wie es dir überhaupt geht, wie du damit zurechtkommst in dieser Zeit, also diesen Kontakt eben auch aufzubauen. Dabei eben auch türöffnende Fragen zu stellen, also Fragen, die dazu anregen, gern, dass jemand weitererzählt, auch in der Rolle als Lehrkraft ruhigen Schritt zurückzutreten, keine Lösungen parat haben, sondern aktiv zuhören, was wir erkennen, aber in der Rolle als Lehrkraft oft nicht so ganz vielleicht auch dann in dem Moment haben, weil wir gern auch einen Ratschlag geben möchten, aber an der Stelle eben türöffnende Fragen stellen. Der virtuelle Morgenkreis oder andere Formen, wo ich genau diese Gesprächsangebote biete, ja, also wo ich die Möglichkeiten schaffe, vielleicht auch durch kleine Assoziationen etwas sagen zu können, wie es mir gerade zu Hause geht oder was ich brauche. Und vielleicht noch dieses Bild oben in der Mitte, Achtsamkeitsübungen, also einfach etwas zu machen, wo ich mich so ein bisschen auf mich selber besinnen kann. Das ist eine relativ junge Wissenschaft, die das erforscht, aber wer häufig Achtsamkeitsübungen durchführt, hat einmal sozusagen das erlebt, in der Gruppe das Ganze zu machen, aber eben auch vielleicht unangenehme, belastende Gedanken auch erstmal so ein bisschen zur Seite schieben zu können und im Hier und Jetzt zu sein.
Genau, das zweite, so ein paar Ideen für Beziehungen in der Gruppe stärken. Dabei sind ganz stark auch einfach Online-Energizer, also Energizer als Übungen, wo man gemeinsam lachen kann, mehr voneinander erfahren kann, vielleicht gemeinsam kooperiert und etwas nur gemeinsam entwickeln kann oder eben auch so eine gemeinsame Konzentration, also verschiedene kleine Übungen, die ich einsetzen kann am Anfang der Stunde mittendrin. Ja, also zum Beispiel nochmal zurück auf das Schafbild. Wenn Sie alle das schlafende Schaf zum Beispiel hätten angekreuzt, dann würde man in so einer Runde auf jeden Fall irgendwas machen, was aktiviert, ja, wo ganz viel Action dabei ist, dass alle wieder irgendwo so mit am Ball bleiben. Genau, oder auch den Alltag mit einbeziehen. Also dieses Bild mit dem Hund als Beispiel, was ich oft von Grundschullehrkräften höre, die sagen, ich habe selten so viele Haustiere, Kuscheltiere und Zahnlücken gesehen wie in dieser Zeit. Also auch gut sowas einbinden. Was habe ich zu Hause? Was möchte ich zeigen? Was ist sozusagen Teil meines Alltags, mit dem ich irgendwo sozusagen auch etwas von mir preisgebe und auch ja ein kleines Geschenk an die MitschülerInnen gebe, um zu gucken, dass sich dadurch in Verbindung auch komme. Genau, oder auch Service-Learning-Projekte. Also hier dieses Bild in der Mitte mit den SchülerInnen, die so ein Herz in der Hand haben. Das ist so ein Beispiel aus einer integrierten Gesamtschule aus Hessen, die Mutmachbriefe für das lokale Pflegeheim geschrieben haben in der Zeit des Lockdowns. Und das ist als gemeinsames Projekt, wo alle das Gefühl haben, was beizutragen, was Sinnvolles zu tun, Rückmeldungen auch dann zu bekommen von Menschen, die sich freuen, die auch zurückgeschrieben haben. Das ist etwas sehr, sehr Verbindendes an dieser Stelle. Oben das Beispiel von den SchülerInnen, die da auf der Wiese liegen, steht als Beispiel für Peer-Projekte. Was kann ich tun, um Menschen miteinander in Kontakt zu bringen? Zum Beispiel eine Woche lang kriegt jede Person eine Art Buddy zugelost, ja, und guckt auf diese Person, sagt ihr, geht mit ihr in Kontakt, gibt ihr irgendwie eine positive Rückmeldung. Also einfach, um auch so Kontakte zu schaffen oder vielleicht ältere SchülerInnen mit jüngeren SchülerInnen. Also dass man irgendwo so guckt, wie kann man Menschen an der Stelle auch in Verbindung bringen und füreinander Verantwortung übernehmen. Okay, ich glaube, dass das erstmal so als kleine Ideen. Vielleicht noch ein letztes, genau das mit der Zukunft. Also das würde ich gerne noch einbringen als letztes Beispiel. Wir sind in einer Zeit, in der so viel über Schule diskutiert wird, wo SchülerInnen, wie auch in der JUKO-Studie gezeigt, zeigen, sie haben Ideen, sie möchten gefragt werden, sie haben was beizutragen, sie haben Ideen. Und an der Stelle, warum das nicht auch wirklich nutzen? SchülerInnen zu fragen, was ist euch wichtig? Worüber sollten wir gerade sprechen? Was sind eure Ideen einer guten Schule? Und wenn das auf offene Ohren stößt und auch tatsächlich in die Umsetzung gehen kann, weil auch Personen zuhören, die vielleicht auch was mitgestalten können an Schule, ist das eine unglaublich gute Gelegenheit, auch an der Stelle Selbstwirksamkeitserfahrungen zu haben, wirklich auch ganz tolle Ideen von Kindern und Jugendlichen mit einzubringen und natürlich auch das Ganze, die Beziehung in der Gruppe und auch zur Lehrkraft zu stärken, weil eben auch ein Vertrauen miteinander da ist und auch die Kraft, dass gemeinsam etwas bewirkt werden kann. Okay, mir tut es in der Seele weh, dass wir jetzt nicht noch mehr Ideen auch bringen können, die wirklich von Lehrkräften stammen, die in die Fortbildung mit eingeflossen sind. Aber gucken Sie sich auf dem Padlet um, da ist einiges drauf. Und gleichzeitig möchten wir jetzt noch Raum haben, auch für Ihre Fragen oder Ideen oder Anmerkungen.